Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte Marsch. Wir gehen gerade auf Feld Nummer 12 des Gras im Verband. Mal schauen, ob das jetzt alles richtig klappt. Da man den Bahnwechsel jetzt so hinbekommt, dass die sich nicht im Wege sind. Das heißt, er muss jetzt eine Bahn überspringen. Im Grunde so, dass er im Prinzip so weiterfahren wie jetzt auch. Schauen wir mal gleich, das werden wir gleich mal sehen. Die fahren hier mit 22 km/h, das ist so wie eingestellt. Das ist super. Ich überlege mit Ballenpressen anzufangen, aber da will ich noch ein bisschen warten, weil die ersten beiden Bahnen wird's gehen. Und dann sind die bald durch. Wie lange braucht er noch? Eine halbe Stunde ungefähr. So, und der müsste normalerweise die andere Bahn nehmen. Daneben. Schauen wir gleich. Wenn das passt, dann gehen wir gleich auf die ersten Ballenpresse. Die äußere Bahn kann er ja schon pressen, also dürfte nicht im Weg stehen. Wenn das verkehrt machen würde, müsste ich einspringen und dann sagen, okay, muss ich mal kurz für das umsteuern. Aber das macht's richtig, gut. Dann gehen wir den ersten Taktor ein. So, Verband machen wir auch. 3 Meter. Mal gucken, ob wir kopieren können. Da weiß ich nicht genau, ob der richtig ist. Was könnte er sein? Ja. So, dann wirst du links losfahren. Ersten Wegpunkt einstellen. Ja, das stimmt so nicht. Lassen. Da muss ich kurz mal was gucken. Links. Wir müssen bis wir nach links kommen. Seitlich. Weiß nicht genau, warum man jetzt so da lang fährt. Will man nur noch einstellen. Gleich schauen, ob es klappt. Und dann gehen wir gleich zum nächsten rein. Weil die müssen ja alles reinbringen, ne? Sonst haben wir Verluste. Das ist schon eh nicht 100%. Zwar vom Düngen ist eigentlich optimal. Und Gras klappt einmal frei. Du Depp, du. Ja, rechts und links. Ich weiß nicht, wieso das so schwierig ist. Geht ja noch weiter rechts drüber. Dann ist die andere Richtung.
und sind links. Zeigt zwar rechts an, aber und sind links. Vielmehr noch was. Muss ich jetzt nicht verstehen. Nicht ganz so einfach. Aber es klappt schon irgendwie. Jetzt hat es. Können wir noch ein bisschen genauer machen. So ein bisschen mehr nach links fährt. Oh. Das wird schöne Silage, die wir im Prinzip am Winter in unser BGH geben können. Weil mehr haben wir nicht machen können. Vielleicht werden wir hier noch flügen. Später. Das weiß ich nicht genau. So. Nächste. So, rechts passt. Gleiche Geschichte nochmal. Schauen wir mal. Ob er das auch richtig macht oder verkehrt gleich. Fahren nach seitlich. Das scheint jetzt auch zu klappen. Könnte ein bisschen mehr nach links. Und das ist das Komische bei, er geht ja im Prinzip, wie man so sieht, die anderen beiden sind fast durch. So, können wir gleich mal den Ablader, den Ladewagen holen. Was macht unsere Feuchtigkeit? Immer noch feucht. Und wie gesagt, ich sehe ehrlich für die Ernte, für die nächsten Früchte schwarz. Ja, schieb weg den Scheiß. Aber der KI-Bauer, da der KI-Bauer auch das Prinzip so verkehrt gemacht hat, oder beziehungsweise es da auch nicht klappte, in Anführungszeichen, denke ich mal ganz stark. Also, wie gesagt, schlafen gehen, was hießen, würde ich nicht empfehlen. Weil die ganzen Fruchtstufen durcheinander kommen. Ob wir das Zeug häckseln könnten, wir müssen etwas rausholen. Dass der KI braucht mindestens mit in eine leere Stelle hat, ist auch ein Ding. Oh, unsere Spezialbrücke hier. Entschuldigung. Aber unsere Ballenpresse klappt wenigstens. So. U für Aufladen.
Was hier so her liegt, ist Heu, aber das wird keine, also wird spätestens im Herbst erfunden sein. Aber die ganzen Felder sind noch nicht entsprechend, also das ist, bin mir nicht ganz sicher, aber Wahrscheinlichkeit ist recht groß, dass es durch das Schlafen gekommen ist. So, es gibt noch nichts hier. Ja, da müssen wir hier entweder pflügen und düngen, mal sehen. Man sagt ja pflügen. Auf längerer Sicht ist ja besser, wenn wir hier werden pflügen, ne? Das heißt, das ist der Fan eigentlich vorgesehen. Aber lassen wir mal Ballen pressen. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir gleich die zweite Reihe, wenn dann die zweite Reihe anfängt, dass die weggesammelt wird. Und sobald das Wetter es zulässt, die Feuchtigkeit, dass wir anfangen mit der Drescherei. Und dann gehen wir auf 1. Und dann ist es nämlich zeitlich knapp. Oh. So, mal schauen. Also heute ist auf jeden Fall trocken. Dienstag auch noch. Dienstag kommt aber irgendwann Regen. Nachts wahrscheinlich Regen. Da wird schon mal sehr kalt nachts, ne? Und das wird schon Winter sein oder so. Die Windgeschwindigkeit ist heute ganz gut. Wegen trocken. Jetzt geht die ganze ist immer noch zu trocken, zu nass. Aber da ist recht windig, das heißt, das wird was. Irgendwann gegen ...14 Uhr wird es wohl, ja, hoffen wir, ne, wir anfangen können, ne? Hier, das ist der Streifen, der macht nichts, ist nicht so tragisch. Ja, wenn ich hier so schaut, ist noch nicht mal dunkelgrün, ne? Das ist hier Stufe 3 oder 2, 3 eher. Das heißt, eine Stufe kommt noch, dann ist Herbst. Muss, oh ne, da nicht. Ach, 20%. Ich weiß nicht genau wann wie viel, aber schnell rüber zum anderen Feld, was dazu einbringen würde. ...150.000 Liter. Auch 28% Feuchtigkeit der Pflanzen. Das ist noch zu nass.
Muss am nächsten Mal muss ich mit dem Mähen in der Mitte anfangen und dann nach außen gehen. Dann hätten wir nicht gleich hinterher müssen. Aber das macht jetzt auch nichts. Können wir nicht ändern. Natürlich hätte man das Gras noch ein bisschen wachsen lassen können, aber ich glaube nicht, dass noch groß was kommt. Morgen vielleicht nochmal, wir können noch die anderen Wiesen kaufen, die da noch rumstanden. Das können wir noch machen. Zumindest morgen nochmal ernten können. Nur langsam und sicher Richtung ja, große Felder kaufen. Feld Nummer 16 ist auch noch ganz gut, aber das wird noch nicht reif sein. Auch wenn es ja, Teil ist reif. Der Rest ist alles Gras. Gras. Raps, Gras, Gras. Vier ist geflügt. Vier, nee, ist nicht geflügt. Gruppert. Auch sicherlich Gras. Aber so einen kleinen Fall, den wir alle nicht abgeben. So, Wachstum ist so gesehen eben nicht so. Rosig. So, können wir den gleich die hinteren gleich wegnehmen. Weil da, die stehen ja im Weg. Die Grasbahn. Der Ertrag ist nicht hoch, das muss man mal zusagen. Obwohl wir gut gedüngt haben, ist der Ertrag bescheiden. Aber ich sag mal so, bescheiden ist besser wie nichts, ne? Letztes Mal haben wir drei Hänger runtergeholt, jetzt haben wir noch nicht so viel kriegen mehr. So, da drüben. Den nimmt er quer, den kannst du immer da liegen lassen. Das ist hier mal keine Gefahr. So, liebe Freunde der Stadt, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Würde mich freuen. Auf Wiedersehen. Dann sag ich mal Tschüss und Winke, Winke. Ciao, ciao. Bis dann.